die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir beraten heute den zweiten Nachtragshaushalt. Und davor steht eine 2. Darauf will ich hier einmal hinweisen, weil ich glaube, dass die Menschen in diesem Land, und die Rede ist davon schon vielfach gewesen, wie sie reagieren, wie die Hilfskräfte reagieren, wie die Ehrenamtler reagieren auf diesen Herausforderungen durch die Flüchtlinge in unserem Land und wie dankbar wir dafür sind, wie viel Respekt wir denjenigen entgegenbringen. Und dass wir als Abgeordnete natürlich auch wissen, dass all diese Menschen zu Recht auch von uns fordern, dass wir sie nicht im Regen stehen lassen in dieser Situation und dass wir als Staat ihnen das Maß an Sicherheit und Unterstützung gewähren, was sie in dieser Situation dringend brauchen. Und das tun wir mit diesem zweiten Nachtragshaushalt. Und ich sage das deshalb, weil es eben auch schon einen ersten Nachtragshaushalt gegeben hat. Das war im Mai diesen Jahres. Und für alle Menschen, die von Haushaltspolitik nicht so das tägliche Brot ist, wie für uns Haushälte, die hier überwiegend sitzen, will ich dann sagen, wenn man einen solchen Nachtragshaushalt macht, dann erhöht man nämlich die Einnahmen und die Ausgaben. Und das sind, man höre und staune, wenn ich beide Nachtragshaushalte zusammenzähle, in diesem Jahr bisher schon über 20 Milliarden Euro. Und das ist wirklich eine ganz gewaltige Summe. Ich will das deshalb sagen, weil viele Leute auch bei mir im Wahlkreis sagen, ja, guck mal jetzt, wo kommt denn bloß das ganze Geld her für das, was ihr da ständig beschließt, auf diesen Gipfeln? Und wie soll das eigentlich gehen? Und müssen wir uns jetzt verschulden oder müssen wir die Steuern möglicherweise anheben? Und mit diesen beiden Nachtragshaushalten können wir öffentlich belegen, nein, das werden wir jedenfalls in absehbarer Zeit nicht brauchen und nicht, solange die konjunkturelle Lage so ist, wie sie ist. Die brummt nämlich die Konjunktur, weil unsere Einnahmeseite halt so gut ist, wie sie ist. Wir haben nämlich mehr Einnahmen in genau diesem Umfang, den ich gerade beschrieben habe. Und ich will das mal vortragen, dass in beiden Nachtragshaushalten zusammen alleine Steuermehreinnahmen für den Bund jetzt schon drinstehen von 4,64 Milliarden Euro. Und geringere Ausgaben für Zinsen von 2,6 Milliarden Euro. Und wenn ich dann noch dazu zähle, dass wir in diesem Jahr für fast 5 Milliarden Euro Erlöse durch Frequenzversteigerung erzielt haben, die zu einem Umfang von knapp 4 Milliarden auch in diesem Haushalt mit drin sind, dann sind es schon deutlich über 10 Milliarden Euro Mehreinnahmen. Und das ist schon eine gewaltige Summe. Wir sagen, ohne überheblich sein zu wollen, ja, wir können uns das leisten. Es ist eine große Herausforderung, die wir aktuell zu bewältigen haben. Aber es ist gut und wir sollten stolz darauf sein, gemeinsam, dass wir uns das leisten können, dass wir ein großes, starkes Land sind, was gewappnet ist für diese Situation. Und wichtig ist mir auch zu erwähnen, weil viele sagen, oh, guck mal, jetzt kommt das ganze Geld und es gibt ja alles für die Flüchtlinge aus. Und das ist mir auch noch mal ganz wichtig zu unterstreichen, dass neben all den Dingen, die hier schon genannt worden sind, die auf Flüchtlingsgipfeln verabredet sind und die wir auch tatsächlich bereitstellen und auch den Ländern und Kommunen an dieser Stelle, dass in diesen beiden Nachtragshaushalten aber auch enorme Beiträge sind, die allen Menschen in diesem Land zugutekommen. Und dass wir erst im März fast 5 Milliarden Euro Investitionen beschlossen haben für Infrastruktur, für Straßen, für Schienen, für Brücken, für Wasserwege, für Breitbandinvestitionen. Also das, was die Menschen wirklich von uns Politikern erwarten, ja, das stellen wir auch bereit, das stellen wir zusätzlich bereit. Und jetzt mit diesem Nachtragshaushalt, da geht es auch um erhöhtes Kindergeld, da geht es auch da geht es auch um das, was in den Jobcentern letzten Endes den Menschen zugutekommt. Und da geht es auch darum, dass wir das, was es in Sonntagsreden immer zu hören gibt, dass wir nämlich die Flüchtlingsursachen auch bekämpfen müssen. Auch darum geht es. 475 Millionen Euro allein beim Auswärtigen Amt in der Summe werden wir dafür jetzt bereitstellen und damit UNHCR, UNESCO und andere Welthilfsorganisationen bei ihrem Kampf in Libyen, in Syrien, in Jordanien, in den Flüchtlingslagern unterstützen. Und es ist gut und richtig, dass wir das gemeinsam hinkriegen. Vielen Dank für die Unterstützung von allen, bei allen, die daran mitwirken. Danke.
Der Kollege Christian Haase hat für die CDU-CSU.